Erste Station. Wir versammeln uns zu einem Fest. Zweite Station. Jesus feiert mit seinen Freunden das Pascha-Fest. Wir erinnern uns. Jesus ist mit seinen Freunden nach Jerusalem hinaufgezogen. Festlich wurde er von den Menschen begrüßt. Sie riefen: Jesus soll unser König sein! Hosianna! In Jerusalem will Jesus mit seinen Freunden das Pascha-Fest feiern. Die Menschen freuen sich. Sie danken Gott. Gott, unser Gott, du bist gut und groß. Zwei Jünger haben den Festsaal bereitet. Alles, was für das Fest nötig ist, vorbereitet. Das Lamm, die Kräuter, den Becher mit Wein und auch das Brot. Am Abend kommt Jesus mit den Jüngern. Jesus weiß, dass dieses Mal sein letztes Mal sein wird. Es wird das letzte Abendmahl sein. Diese Nacht wird schwer. Er wird leiden. Er wird sterben müssen. Jesus liebt seine Freunde. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Mal mit euch zu feiern, ehe ich leiden werde. Jesus will sich mit seinen Jüngern ganz eng verbinden. Er will ihnen ganz nahe sein. Während des Mahles nimmt er das Brot und spricht den Lobpreis. Dann bricht er das Brot, reicht es ihnen und sagt: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib für euch, denn ich will euch das Brot des Lebens geben. Ich selbst bin das Brot des Lebens. Danach geht Jesus mit seinen Freunden hinaus. Dritte Station. Jesus geht zum Ölberg. Wir gehen mit ihm. Jesus geht mit seinen Freunden zu einem Garten, der Gethsemane heißt. Dort ist er oft mit seinen Freunden gewesen. Doch diesmal ist es eine besondere Stunde. Es ist Nacht, dunkle Nacht. Jesus kommt zum Garten und lässt am Eingang seine Freunde zurück. Bleibt ihr hier und wacht, während ich ein wenig weitergehen will, um dort zu beten. So geht Jesus ganz allein in den dunklen Garten. Jesus weiß, dass diese Nacht für ihn ganz dunkel und schwer sein wird. Er wird leiden. So betet er voller Angst zu Gott. Vater, lass den schweren Kelch an mir vorübergehen. Lass die Stunde des Leidens an mir vorübergehen. Dann geht er zu seinen Freunden zurück. Sie sind vor lauter Müdigkeit eingeschlafen. Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und Jesus geht wieder in den Garten. Seine Angst wird immer größer. Er beginnt zu zittern und zu beben. Er fällt zu Boden. Aus tiefstem Herzen und voller Angst betet er: Vater, lass alles Schwere an mir vorübergehen. Doch dann sagt er: Vater, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille soll geschehen. Da kommt ein Engel Gottes und stärkt ihn. So bekommt Jesus Kraft, dass er durch diese Nacht hindurchgehen kann. Er kommt zurück zu seinen Freunden und sagt: Lasst uns gehen, seht, dort kommt mein Verräter. Da kommt Judas mit Knechten des Hohenpriesters und Soldaten. Sie kommen mit Fackeln und Knüppeln. Judas geht auf Jesus zu, umarmt ihn und küsst ihn. Mit dem Kuss verrät er Jesus.
Die Soldaten nehmen Jesus gefangen. Sie führen ihn durch die Nacht weg zu Pilatus, dem Richter. Pilatus soll Jesus verurteilen. Die Menschen schreien: Hinweg mit Jesus, ans Kreuz mit ihm. Schließlich sagt Pilatus: Nehmt ihr den Jesus, ich habe nichts damit zu tun. So führen sie Jesus hinaus zur Kreuzigung. Vierte Station: Jesus geht den Kreuzweg. Sie fuhren Jesus durch das Tor zur Stadt hinaus. Das ist kein schöner Weg. Nein, der Weg ist staubig. Er ist steinig und schwer. Menschen stehen am Weg. Menschen gehen neben Jesus her. Sie lachen, sie spotten, sie pfeifen. Denn da geht Jesus und trägt ein schweres Kreuz auf seiner Schulter. Jesus beginnt seinen Kreuzweg. Haben die Menschen nicht vor wenigen Tagen noch gerufen: Jesus soll unser König sein? Doch jetzt trägt Jesus eine Krone aus spitzen Dornen. Fünfte Station: Maria begegnet Jesus, ihrem Sohn. So geht Jesus seinen schweren Kreuzweg. Niemand hilft ihm. Wer kann ihm auch helfen? Doch unter den vielen Menschen stehen auch einige, die nicht lachen. Ihre Gesichter sind traurig. Sie schauen auf Jesus, sie haben Mitleid. Da ist Maria, die Mutter Jesu. Sie läuft zu Jesus, kommt ihm ganz nah. Sie kann Jesus das Kreuz nicht tragen. Sie fühlt seine Schmerzen. Im Herzen geht sie mit Jesus mit. Sechste Station: Simon begegnet Jesus und trägt das Kreuz mit. Da ist noch jemand. Simon von Cyrene. Er kommt vom Feld heim. Die Soldaten sagen zu ihm: Hilf Jesus, das Kreuz tragen! Erst will er nicht, doch die Soldaten zwingen ihn. So trägt er mit Jesus das Kreuz. Er kann Jesus das Kreuz leichter machen. Siebte Station: Veronika begegnet Jesus und schaut ihn mit Liebe an. Am Weg steht noch eine Frau, ganz still, Veronika. Sie schaut Jesus an und sieht, wie schwer der Weg ist, wie groß die Last des Kreuzes, wie stark der Schmerz der Dornenkrone. Sie läuft zu Jesus und reicht ihm ein weißes Tuch. Ihr Blick sagt: Was kann ich dir geben? Kann ich dir so deine Last erleichtern? Jesus schaut sie an. Er spürt, wie gut Veronika es meint, wie sehr sie ihn liebt und helfen will. Da lässt er einen Abdruck seines Gesichtes in dem Tuch. Niemals mehr soll sie ihn vergessen. Immer darf sie sein Gesicht schauen. Achte Station: Jesus wird gekreuzigt und stirbt am Kreuz. Bis auf die Höhe des Berges Golgotha trägt Jesus sein Kreuz. Dort reißen ihm die Soldaten die Kleider vom Leib, die schönen Kleider. Jetzt spotten die Leute noch mehr. Sie lachen über Jesus. Sie zeigen mit dem Finger auf Jesus. Er hat keine Schönheit mehr. Bloß und nackt steht er da. Dann schlagen sie ihn ans Kreuz. Dann richten sie das Kreuz auf. Die Menschen spotten weiter. Die Kranken hast du gesund gemacht. Anderen hast du geholfen. Jetzt hilf dir doch selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Jesus aber schaut sie alle an und betet: Vater, ich habe sie alle gern. Danach betet Jesus:
Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Dann neigt er seinen Kopf und stirbt am Kreuz. Es wird still. Die Menschen gehen nach Haus. Das Kreuz steht ganz allein. Neunte Station. Wir verehren das Kreuz Jesu. Wir wissen, dass Gott Jesus nicht im Tod gelassen hat. Er hat ihn von den Toten auferweckt. Er hat ihm ein neues, anderes Leben geschenkt. Jetzt beginnt sich ein Wort Jesu zu erfüllen. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, bringt es reiche Frucht. So will ich mein Leben für euch geben. Der Baum des Kreuzes beginnt, ein Baum des Lebens zu werden, ein Baum der Liebe. Es ist der Baum Jesu, der uns liebt bis zum Ende. Darum dürfen wir dieses Kreuz schmücken. Wir wollen Jesus sagen: Jesus, wir danken dir. Jesus, wir haben dich gern.